Hallo, Hallo, Freunde der Wir kommen zu Minecraft-Freunde! nichts, weil Meta sich alles vor der Folge erklären lässt und dann haben wir wieder nichts zu reden. Klappe! Weiter geht's in Pistenhaus Survival Staffel 2. Wir haben wieder The YoCraft dabei und ein, was auch immer das ist, ne? Hallo, Yama. Ich habe am Anfang gedacht, dass du York, also Eigelb heißt. Nein, 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 nein. nein. Ich. So, okay. Ich war gerade dabei, Metus zu erklären, wie dieser wundervolle Aufbau hier Ja, funktioniert, ich was habe das so hier. eine Ahnung, wie es funktioniert. So eine Idee davon. Hatte ich ja auch mal kurz angerissen. So, ich weiß nicht, ein paar von euch, also von meinen Zuschauern, kennen bestimmt das System von mir, wo ich Dings, dieses Code-Schloss, beziehungsweise dieses Schloss gemacht habe, wo man so ein Teil in so einen Trichter wirft und die Tür geht auf. Und so stelle ich mir das gerade Petrus, du vor. stirbst im Moment etwas viel. Nein, wenn du mir aus dem Weg gehst, nicht. Ja, Was man kann dir denn? helfen, diese Skelette loszuwerden. Was, ich? Nee, das Ja. kann der schon selber machen. Ein paar Pfeile in seinen Rücken. Das sieht immer so cool aus. Oh, so viel Loot. Oh, Nein, kein nein, nein, Plan. nein, liegen lassen, meins, 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 meins. Oh, da schmeißen wir noch ein bisschen Unrat mit hin. Ja, Mann! So einfach geht's. Und jetzt ist etwas Loot weniger da. So. Ehrlich jetzt? Ja, der Typ hat einen Creeper daneben zünden lassen. Echt Oh. jetzt? Ich hoffe nicht, dass meine Yep. wichtigen Sachen kaputt sind. Diamantensachen brauchst du ja nicht mehr, ne? Redstone! Redstone sind die wichtigen Sachen! Stimmt, da hast du recht. So, ich versuch's mal eben kurz so zu Nein! erklären. Ich. Ja, Mann! Also. What? Du Vollhonk! Hast du den da runtergestoßen oder Nee, was? ich habe Nein, unten drunter den Block er hat einfach abgebaut. mal einen Block unter mir Weil abgebaut. er hat ja PvP aus, der Schlaumeier, aber der kann man ja immer noch hier. Hast du einen Eimer mit Lava Echt oder mal. irgendwas? Oder hast du einen Amboss gerade parat? Warte, Komm so auf ja. Ideen. Ah, schade. Schon zu spät, schon zu spät. Ah. Obwohl, hier ist ein Leiter, ne? Man könnte die Nein, Leiter abbauen. nicht tun. Könnten so einen Amboss hier drauf stellen und sobald er hochkommt. Warte mal, was Batsch. brauche ich da? Schuhe und Helm. Ich kann ja schon mal obligatorisch hier ein bisschen weiter bauen und mal. Kannst du das bitte nicht mit der Hand abbauen? Ja. Mit einer Spitzhacke bitte. Okay. Einer Spitzhacke, einer So, mindestens jetzt Eisenspitzhacke. machen wir uns wieder darauf. Und Eisenspitzhacke. bevor hier noch mehr Ich habe schief gerade geht. keine Eisenspitzhacke mehr im Mach dir Inventar. eine. So. Wir verschwenden hier nicht Eisen. Ein So paar viel haben wir Eisen. jetzt auch nicht. So, aber erst erkläre ich. Ich wollte dir erklären. So, Methos ist da. Also, folgendes, ja? Stell dir vor, du hast hier so einen Punkt, ne? Wo du jetzt die Items haben möchtest, ja? Dann würde jetzt ein Zug hier durch so eine Weiche fahren, ne? Würde so hier durch die Weiche fahren, wo ich jetzt stehe, Ja. okay? So, und würde jetzt ein Item bekommen, ja? Zum Beispiel ein Brot, okay? Das Brot ist jetzt im Minecart drin und im Minecart ist drin ein Item, was es holen soll. Es soll zum Beispiel Stein holen. Also im Minecart drin ist jetzt ein Brot und ein Brot und ein Stein. So, und dann fährt das jetzt weiter bis zum Lager hier hinten. Dann sagen wir, hier ist das Lager irgendwie. Das Item holt sich dann hier den Stein. Jetzt hat es Das ganz habe ich viele ja Steine begriffen. drin und hat noch ein Brot drin. Jetzt fährt es wieder zurück und an dieser Stelle gibt es das Brot ab und fährt dann quasi zu dem Punkt, wo es herkam. Ne? Und statt dem Ja. Brot benutzen wir dann unbenannte Zettel, weil das ein bisschen Ja, angenehmer das ist. habe ich ja begriffen. Worum es mir geht, das Trichtersystem. Weil das hatte ich ja schon Ja. vorher kapiert. Das Trichtersystem ist einfach ein ganz einfacher Itemüberprüfer, was du hier da hast. Das Ding Genau, und überprüft das einfach, ob meine Item. ich doch. Das ist Ach doch das, so. das ist doch das, was ich gesagt habe. Das ist das, wie ich beim Türschloss verwendet hatte. Habe ich Ja, nicht mal ein Video Mythos, zu das ist gemacht? ein ganz Habt ihr alt. es recht? Jetzt nicht, jetzt nicht auf Beziehungsweise ein Spitzhacke. Tüftevideo hatte ich ja Wir getüftelt. verschwenden kein Eisen. Du kommst nicht weit. Was? Der Typ will das Ding mit der Hand abbauen und verschwendet dabei Eisen. Aber er kriegt nicht mit, dass das nicht funktioniert. Ich habe Das absolut in ja. ihn gestellt. Was willst du denn abbauen? Ja, den Trichter darum. Ja, wieso? Genau, ihr habt doch alle Nein, Eisenspitzhacke. ich habe eine Oh. Holzspitzhacke. Ich So. hole das mal gerade, wenn ich Danke, kann. danke, danke. Nein, hätte nur einer sein sollen. Egal. So. Aber So, wir jetzt. verschwenden ja trotzdem nicht. Ich muss ja wiederholen. So, jetzt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, Was ich jetzt brauche, wären Spender. Wie baut man denn erstmal kriegst du die Spender? Trichter. Ja, So. das wäre gut. Danke sehr. Ein Spender.
Das war ja, kein Werfer. Ach so, kein Werfer. Ein Spender. Nee. Es muss ein Spender sein. Also das, was ein Item droppt und nicht ein. Ich glaube, wie ein, Warte, warte, warte. Ich mach. Also ein Dispenser wäre mit einem Bogen. Ja, genau, nein, halt das wollen wir aber nicht. Bogen als Item das andere. Was spuckt denn in Minecraft? So, warte mal. Da brauche ich einen Redstone. Ich Eisen in den Ofen und ich mach so einen Spender. Eisen in den Ofen? Ja. So, wie viel brauchst du davon? Ach, du willst Kohle im Ofen. Da, bitteschön. Setz dich ja aber auch so wegen an. Da liegt einer. Super, super. Genau das ist es. Genau das brauche ich. Perfekt. Ach ja, Kohle. Aber jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil jetzt kommt dieser Spaß mit dem Survival ins Spiel, denn wir müssen jetzt... Warte mal. Ah, das wird lustig. Was denn jetzt hin? Command-Blöcke. Ja, mit Command-Blöcke. Und irgendwer von euch hat meine Hähnchen geklaut. Jawohl, ja. Würde das denn so funktionieren? Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Nein, das würde nicht funktionieren, weil er den nicht saugt. Ah, warte mal kurz. Jemand was? Muss mal den mit einer Spitzhacke abbauen. Ich habe mich verplatziert. Verplatziert. So, was ist denn Trichter? Oben nee, oder den, unten? Den Spender, nur den Spender. Wo? Ich müsste den auffangen. Wo? Fange den auf. Der da? Ja, yep, perfekt. Supi, hab ihn. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen rumprobieren. Und zwar möglichst mit wenig Items das Ganze hier zu bauen. Problem ist, ich will nicht so viel Eisen verschwenden und jetzt tausende. Ich guck mal, wie viel Eisen noch da ist. Wir werden schon eine ganze Menge Trichter brauchen, aber je weniger Trichter wir pro Einheit brauchen, desto weniger brauchen wir Trichter insgesamt. Das ist ja irgendwie schlüssig, wa? Ja, na, dann ja richtig. Mal. Das ist auch, ist auch vom Zeitlichen her sehr effektiv, weil je weniger du da verbaust, desto weniger Zeit braucht es, um die Items zu liefern. Aber darfst du mir jetzt bitte mal erklären, warum du willst, dass der obere Trichter in den Komparator reinschiebt? Halt, nein, ich muss ja da rein. Warte, warte, lass mich mal machen. Ich weiß genau, wieder außen rum gerannt. Ich glaube nicht, dass das jetzt das ist, was du tun willst. Doch, das ist absolut das, was ich tun möchte. Kann man nicht die Dropper übereinander tun und so die Items nach oben? Also ich habe hier nochmal etwas mehr als ein Stack Eisen, also... Also ich, das hier nimmt ein Item aus meinem Card raus. Gut, probiere ich. Ich lege jetzt hier ein Item rein. Und es geht nirgends hin, weil der Ausgang hier auf den Comparator zeigt. Ja. Pass auf. Jetzt nehme ich mal, gib mir mal, welches soll das erste Item sein, was eingelagert werden soll? Ach so, nee, das bestimmt nicht. Gib mir mal irgendein Item, was wir hier als erstes einlagern. Wir müssen haben gleich eine Erleuchtung haben. Warte, ich nehme Kobbel. Oh, so geht das also. Das wird gleich passieren, hoffentlich. Ist ja, das ist ja sehr so. Sinnvoll. Aber so, also ein bisschen Eisen habe ich noch. Etwas mehr als ein Stack. Komm her, hier hast du Kobbel. Ich will eben noch von Yama etwas bekommen. Yama, okay, das lagern wir ein, okay? Ah. Gut, jetzt pass auf, jetzt kommt die Hexerei. Jetzt lege ich mal was in den Trichter rein. Schupp. So, was machst du da jetzt? So, jetzt ist es eingerichtet. Jetzt pass mal auf. Guck mal hier oben. Siehst du die Weiche? Ja, die Weiche ist jetzt hier drin. Wenn ich jetzt hier einen Redstone draufschmeiße, passiert nichts. Ja, klar, ist ja voll. Kann ja nicht reinziehen. Aber wenn ich jetzt einen Cobblestone reinschmeiße, achte auf die Weiche. Ja, dann wird sie umgeschaltet. Das verstehe ich. Ja. Aber das Item kommt von hier oben niemals hier unten an. Wie? Doch. Doch, weil das Signal ja kurz unterbrochen wird. Ja, aber der zeigt doch da gar nicht auf den Trichter. Ich dachte, die müssen da immer aufeinander zeigen mit dem Schnäuzel. Nein, sonst würden die funktionieren. Sonst würden die Items da unten gedrückt werden. Wenn der da drauf zeigt... nein, der Trichter... Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Der zieht das. Der Trichter zieht das. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Mensch. Gut. Trichter können aus etwas was raus. Ja. Okay. Weil wenn der nämlich jetzt nach unten zeigen würde, würde er ziehen und drücken und dann würde alles gleich durchlaufen. Das wäre ungünstig. Ich dachte, das wäre Sinn der Sache. Wenn sich Redstone-Experten verhalten. Nein, das wäre nicht Sinn der Sache, weil da wäre ja alles weg, da würde der alles nehmen. Ja. Redstone, Kuchen, Brot, was auch immer. Da muss man halt dann ein sehr intelligentes Auslagersystem basteln. Wozu dann sortieren? Das habe ich schon aber am Anfang angefragt, warum machen wir das? Liebe Menschen, ich hatte gehört... Um uns das Leben zu vereinfachen. Dass es was gibt? Eis. Ja, dort unten, in der Truhe, ganz viel. Sehr gut, das wird jetzt als nächstes benötigt. Er springt einfach mal so darunter. Wieso? Ja, er hat doch gesagt, ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wer ist Dackelverlust? Also ich glaube, den dürfen wir keine Rüstung geben, die werden auch schnell kaputt. Da ist Eis. Wow. Aha. Wo habt ihr so das viel Eis? Da ist auch nochmal Eisen. Das ist gut, das brauchen wir bestimmt noch. Keine Ahnung. Haben wir eigentlich noch Eis eigentlich immer? Jetzt so eine Möglichkeit, Eis zu farmen. Natürlich kannst du ja Eis farmen. Du suchst dir einfach so Schneebiom und dann halt einen Tümpel.
Und da tust du halt dann das Eis abbauen. Spitzhacke. Okay. Gut. Wegen 7 Dings verballere ich keine Kohle. Obwohl wir eigentlich reichlich haben. So, ich komme nicht mehr hoch. Wieso liegt denn das Zeug hier unten? Wieso liegt das Zeug da unten? Ich sag einfach mal Joe zu dir, ja, ne? Du kannst mich bei, du kannst mich Joe Crafter, du kannst mich Peter Lustig nennen, das ist egal. Günther, Harry Hirsch. Wie wählt man denn dann aus, wie viele Items man von etwas will? Oder kriegt man dann ein Stack? Nein, man bekommt immer die gleich feste Menge. Man kann ja, das pass auf, es ist einfach, an der Abholstation kannst du auf den Knopf drücken, da kommt dir eine gute Menge an Items. Was du nicht brauchst, schmeißt du einfach wieder ins Lagersystem. Es wird flott eingelagert. Ja, aber nenn ihn einfach mal Günther, er reagiert. Geile Sache. Der hat doch gesagt, es ist mir egal, wie du mich nennst. Ich wechsle jetzt den Namen jedes Mal. Gibt's okay. Eigentlich einen, wozu ist der halbe hier oben? Wie, was wäre halbe? Wo? Der hier. Da fährt das Minecart später, ja. Ja, hat Jama abgebaut. Ja, jetzt kaputt. Jetzt kommen wir natürlich an einen Punkt, wo wir gucken müssen, wie wir jetzt die Technik, weil ich weiß jetzt ja nicht, wo euer Haus hier weitergeht. Ihr baut ja hier quasi einen Raum, ne, wo ich jetzt gerade stehe, ja? So, weiter. Ich wo komm stehst mal da, du denn? Ich komme da runter. Also wir bauen keinen Raum da, wo du bist. Also nicht da, wo irgendwann es hier, System hier laufen kommt. Wir her. Hier laufen wir her. Wir also könnten du solltest hier rechts nicht, durchaus eine Wand einziehen. Du solltest hier möglichst hier, genau, wir machen hier vorne zu. Sehr gut. Und es wäre schön, wenn du dann nicht hier über den Weg kommst. Also wir orientieren uns einfach an deinem System, soweit es halt geht. Okay, so. Gut. Weil jetzt kommt nämlich, jetzt kommt ein bisschen komplizierter. Wir müssen... Habt ihr noch Stämme, Holz, Eiche? Ja. Lass mich mal kurz... Könnte ich etwas von gebrauchen? Ja, komm hoch. Moment. Müssen wir Minecraft machen. Oder warte, ich schmeiß es dir runter. Warte mal, wir können eine Advanced Redstone-Schaltung bauen. Das wär's ja. Wo hast du es denn runtergeschmissen? Na, vorm Ofen. Danke. Okay, gut. Dann, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir müssen ja irgendwann einen Punkt haben, wo die Items ins Lager reinkommen. Ne? Das heißt quasi, sagen wir mal so, ein Trichter. Und was in dem Trichter drin ist, soll eingelagert werden. Stimmt's? Der führt die Truhe. Genau, wo ist dieser Punkt? Habt ihr irgendwo einen Punkt? Und an diesem Punkt muss dann alles Mögliche angeschlossen werden, ne? Das müsst ihr ja bedenken. Also ich würde den möglichst zentral setzen. Dann würde ich sagen, bei Eingang, kann man das beim Eingang machen? Weil ich meine, wenn ich irgendwo farm gehe und so weiter, dann habe ich ja Items von draußen. Ja, du kannst ja später vom Eingang noch eine Trichterstraße bis in diese Truhe führen, ne? Verstehst du? Aber es muss ein Punkt, ja, oder eine Minecart-Trasse oder so. Aber du kannst ruhig eine Trichterstraße nehmen. So langsam sind die jetzt auch nicht. Also, Methos, wo oder haben wir denn viel Plan? Geschwindigkeitspunkte am Eingang haben. So, kannst warte mal. Machen. Oh nein! Sag mal, warum bewegt ihr euch bei mir nicht? Wo haben wir was? Jetzt bewegt ihr. Wo haben wir denn viel Platz? Viel Platz? Also, nach oben haben wir Platz. Du wirst nicht vergessen, dieser Punkt muss später auch angeschlossen werden können. Ne? Das heißt, ihr müsst auch die Möglichkeit haben, da eine Trichterstraße wegzubauen oder so. Wie wäre es, wenn du dann einfach diesen Spaß hier, dieses automatischen Ofensystem da nimmst? Oder nee, das, Moment, das wird ein bisschen doof. Ich würde also, es eher zentral das hier. Wie viel Platz brauchst du denn? Pass auf, ich hätte eine Idee, wo man das hinmachen könnte. Ja, wo denn? Und zwar, ich mache es mal mit Redstone, das kann man so leicht abbauen, okay? Wir ziehen quasi hier eine Wand. Ja. Dann gehen wir irgendwie hier so entlang, ne? Und hier, wo ich jetzt bin, ist ja ein Raum entstanden dadurch, ne? Ein ziemlich schnucklicher Raum. Ja, es braucht kein großer Raum zu sein. Ich dachte, es braucht für jedes Item wenigstens einen Knopf oder so, um zu sagen, dass ich das will. Das ist ja nur die Einlagerungskiste. Ach, nur die Einlagerungskiste. Und alles andere... Ja, die kann von mir aus hierher. Alles angeschlossen. Das heißt, an diese Kiste wird auch die... Ja, ich habe verstanden. Ist gut. Da tun wir das hier. Der Raum, den ich jetzt hier habe, der wäre nur für Technik. Da wäre jetzt nur Technik dahinter, ne? Ansonsten... Ja, das reicht da. Ich dachte, du willst jetzt einen Raum für die ganzen Knöpfe zum Holen. Nee, das kommt später. Halt ein und Auslagerungsding. Jetzt eine Frage an Methos. Du hast ja hier den Drucker gebaut. Darf ich den Boden hier zerstören? Ja, darfst den du. Boden, das ja. Hab ich dir gesagt. Ja, ich höre mal nicht so zu. Ich würde sagen, wir bauen das Ding aus Goldblöcken, die Wand. Oder warte mal. Ich darf den Boden komplett zerstören. Auch ja. Okay. Aber mach, bevor es sich anders nur nicht die Außenwände, bitte. Ja, ja. Warte mal, hier, das machen wir anders. Gut, dann müsste einer von euch gleich, ihr könnt schöner bauen als ich, diesen Redstone ersetzen durch eine Wand irgendwie.
und irgendwo eine Kiste hinsetzen. Warte mal, Jama, ich würde das jetzt eben machen. Ich würde hier, warte mal, stopp, bevor du Gold weiterbaust. Ich würde hier zum Beispiel, wo jetzt der Redstone ist, eine Kiste hinsetzen. Oder pass auf, lass uns die ein bisschen in der Wand verschwinden lassen, dann sieht das cooler aus. Also setz die Kiste quasi auf diesen Trichter. Mache ich dann, wenn ich eine Kiste habe. Im Moment habe ich Goldblöcke. Ne? Ja, ist gut. So, dann... Wir verschwenden keine Ressourcen. So. Habt ihr eigentlich Kolben schon gebaut? Willst du hier eine Tür einbauen? Kolben bringen wir bestimmt auch noch. Wenn du möchtest, das wäre ein Technikraum. Du kannst eine Tür einbauen, würde ich auch empfehlen. Weißt du was, da würde ich hier die Tür reinmachen, wenn das günstig wäre. Ja, das ist gut. Und dann mache ich eine kleine Treppe nach unten. Weil man soll ja auch an die Systeme ran können, um sich anzugucken, wie das sieht das da aus. Oder wenn man halt das Ding gerade baut, will man nicht ständig sich durch eine Wand bauen müssen. Mhm. Und wir brauchen noch... Das könnte vielleicht sogar Metos machen, wenn du gerade nichts zu tun hast. Habe ich aber. Okay, er hat was zu tun, schade. Was soll da gemacht werden? Es müsste eine Redstone-Leitung gezogen werden, aber da komme ich gleich zu. Okay. Können wir bestimmt gleich noch machen. Ich will das, wird das voll hier spannend für dich. Erstmal. Du kennst dich mit Redstone aus. Yama würde ich das eher nicht so trauen. Entschuldigung. Was? doch, das würde der auch können. Also, jetzt mache ich für dich gar nicht mehr. Da bin ich mir ganz sicher, dass der das auch hinkriegen würde. Alter, was ist das hier für eine Riesentechnik da drunter? Was ist das hier für eine Technik? Ist das nur die Eingangstür? Oder? Nee, das ist Tür, glaube ich. Das ist, glaube ich, Tür, ja. Was? Tür? Nee, das sieht mir eher nach, Ich weiß es nicht, ich war da noch nicht. Ich hab mehrere Systeme gebaut, ich weiß nicht, was du meinst. Warte, das ist irgendwas, wo weiße Wolle hier unten ausgetauscht wird. Ja, das ist ein Teppichbodenwechsler. Der wechselt den Fußboden unter dem Teppich aus. Aha. Ja, aha. Damit im Wohnzimmer nicht immer den gleichen Teppich liegen hast. Ja, stimmt. Kann man mal machen, ne? Ja. Hatte ich mir auch irgendwann mal ausgedacht. So, also jetzt weiß ich erstmal. Das ist schon eine geile Sache. Gucken. So. Und so. Genau. So. Ich würde sagen, den Rest können wir dann im nächsten Part weiterbauen, ne? Oh, ja. Wir sollten ja auf den Timer gucken, ne? Ja, genau. Hab ich vergessen. Warte, ein Ding will ich noch setzen und dann können wir beenden. Genau, dann mach das. Das noch hin. Dann haben wir das. Und dann sieht das doch auch nicht schlecht aus. Da haben wir doch auch was, ne? Halt hier, das muss weg. Das sieht doof aus, wenn das so dazwischen ist. Das machen wir anders, das machen wir so. Zack. Und da lasse ich mir noch was einfallen. Okay, ich sag bis zum nächsten Mal. Und tschüss.